September we met. I can tell by your smile. Ja, hi. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, ob ihr das Video vom eCannonball-Kanal bereits gesehen habt, aber hier auf der EED 1000 ist ein weiterer eCannonball-Teilnehmer. Machst du hier eine Trainingsfahrt oder wie sieht das hier aus? Ja, das ist ja Warmfahren, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Hier ist ja nur gewerblich locker die Kilometer abspulen und beim eCannonball müssen wir ja Aufgaben und Quizze lösen. Da müssen wir mal gucken. Ja, ich kann ja sagen, letztes Jahr mussten wir den Berg hoch. Ich glaube, dieses Jahr wollen die uns schwimmen schicken. Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin ja ein Senior quasi, ich fahre in einer anderen Klasse. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Nein, ich habe schon Lust, hier so ein bisschen Elektroautomobil zu fahren. Hast du eigentlich recht, ja. Ja, ich habe in dem Video halt gesehen, dass du dich für Elektromobilität auch interessierst, aber eigentlich hast du eher die anderen alternativen Antriebstechniken bei dir auf deinem Kanal. Ausfahrt TV ist dein Kanal? Ja. Und wie kommst du denn jetzt hier, dass du elektrisch solche ED 1000, eCannonball, wie bist du da jetzt, hast den Einstieg gefunden? Also ich pöbel ja gerne Elektroleute an, ne? Also Elektrofahrer. Im Prinzip, ich mache ja Elektromobilität, seit es die gibt. Ich bin hier den e-tron damals als jüngste Beta in Berlin gefahren. Da wussten viele noch gar nicht, dass das immer mal kommt. Und von daher, alles, was ich elektrisch kriege, bin ich auch gefahren. Und jetzt nimmt das halt zu und es gibt eine eigene Zielgruppe, Elektrofahrer, das wussten wir damals gar nicht, ne? Als wir elektrisch gefahren sind. Und jetzt gibt es halt Elektro-YouTuber auch richtig, eine eigene Gattung. Ich mache halt Autos, mir ist es egal. Ich fahre gerne meinen Chevy, ich fahre gerne meinen Porsche, aber ich fahre genauso gerne die Zoe von meiner Tochter. Ja, das ist natürlich klasse. Ich sage auch, das sind Antriebstechniken, die alle drei in ihrer Form irgendwo Spaß machen. Sei es halt, weil man Klassiker fahren möchte oder weil man halt die modernste Technik auf den Straßen bringen kann. Die ED 1000, 1000 Kilometer. Bist du Langstrecke schon mit einem Elektrofahrzeug so bereist? Ja, mehrfach. Also ich muss gestehen, es war der Taycan und dann der Audi e-tron GT und die machen es einem ja richtig einfach, gerade mit dem Nachladen. Aber mit dem Taycan, den hatte ich keine Woche und bin über 2000 Kilometer gefahren. Ja, der macht besonders Spaß. 800 Volt Lader, dann macht jeder Ladestopp besonders Spaß, weil man schnell weiterfahren kann. Da ist er einfach sportlicher unterwegs. Du fährst jetzt morgen auf der ED 1000 den iWays? Genau, den iWays U5. Mit dem bin ich auch gerade von Bielefeld hierher gekommen nach Berlin. Also auch nochmal warm fahren. Ja, es geht halt alles, ne? Also ich finde es nicht schlimm, aber wie gesagt, ich sehe das nicht so, dass man Lager hat, unterschiedliche. Ich kenne keine Elektroheads oder Petrolheads, sondern ich kenne nur Leute, die Autos mögen. Und es gibt kleinkarierte Leute, die sich da in so einem Lager spalten lassen und auf Dauer habe ich eigentlich keinen Bock zu. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich hoffe nämlich auch, dass solche Veranstaltungen, wie wir sie machen, nach außen tragen, dass eben wir alle Spaß haben können und gemeinsam eben dann so unsere Mobilität erfahren, wie auch immer. Mhm. Ja, toll, klasse, dass du dabei bist. Ich freue mich besonders, beim eCannonball dich wiederzutreffen, weil da bin ich auch ein Teilnehmer, fahre aber in einer anderen Klasse. Aber beim Buffet abends, da was, sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich fahre hier den Polestar 2. Ah, okay. Sehr ja, schön. Ja, ja ist das ist er. Ja, gut, dann sehen wir uns später. Ja, auf jeden Fall für die ED 1000 viel Erfolg. Danke. Und dass die Ladesäule nach uns immer kommt. Ne? Ja, ja, ja. So, tschüss. Ciao. Ja, danke schön. Sehr gerne.